UEFA-Pokals im vergangenen Jahr natürlich nun die nächsthöhere internationale Trophäe ist. Aus dem Waldstadion erfahren Sie von Holger Obermann in den nächsten 12 Minuten, ob auf dem Weg dahin vielleicht einige Unebenheiten zu überwältigen waren. Zwei Zitate zu Beginn dieser Begegnung. Eintracht-Trainer Lothar Buchmann, sein Elf, greift hier an. Wir wollen Tempo machen und Tore schießen. Sein deutscher Kollege Heinz Höher, Trainer von PAOK Saloniki: Wir planen keine taktischen Spielereien, wir möchten guten Fußball zeigen. Wir werden es sehen. Die Frankfurter Eintracht ohne Lorand, aber wieder mit Nickel. Hier sehen wir Pantelis, den Torhüter von PAOK Saloniki. Im Waldstadion etwa 22.000 Besucher, fast 8.000 griechische Gastarbeiter waren darunter, nicht zu übersehen, nicht zu überhören. Erste Möglichkeit hier, Chabum, und die erste große Parade von Pantelis, dem Mann mit der Nummer 1 und die Nummer 1, die Note 1, hat er sich heute Abend verdient. Die Eintracht tonangebend, wie erwartet. Die Abwehrspieler rücken weit mit auf. Nachtweis Pass hier, kommt nicht ganz an die richtige Adresse. Sigas ist das, der Mann mit der Nummer 5. Großgewachsene Spieler, die Griechen. Das machte sich in der Abwehr vor allem bezahlt bei Kopfbällen, wie wir noch sehen werden. Borchers, nicht ganz so stark wie am vergangenen Samstag gegen den Hamburger Sportverein an gleicher Stelle. Der zweite Eckstoß für die Eintracht mit klaren Vorteilen in diesen ersten 12, 15 Minuten. Bernd Nickel. Schiedert war das eben. Jetzt Körbel, zwar hier gefährliches Spiel. Der Unparteiische unterbricht nicht. Gut für die Eintracht, denn Petzai erzielt nach 12 Minuten die 1-0-Führung, erwartet eigentlich von den Eintracht-Fans. Hier noch einmal in der Zeitlupe. Die Eintracht ja spezialisiert schon vom HSV-Spiel auf die Vorbereitung von Toren durch Kopfbälle. Petzai springt am höchsten und eigentlich schien alles nach Plan zu verlaufen. Hier die Bank von Saloniki, ganz rechts sahen wir ihn, Heinz Höher, den deutschen Trainer. Die Eintracht macht immer wieder das Spiel aus der Tiefe des Raumes, wie es so schön heißt. Und PAOK zunächst defensiv. Spiel nicht sonderlich schnell. Es fehlen die langen Pässe, die eben Nachtweih versuchte. Sie kamen selten an. Dennoch weiter klare Vorteile für die Eintracht. Die Griechen technisch gut, aber bis zu diesem Zeitpunkt noch ohne eine Torchance. Jetzt gleich kommt die erste, etwas zu überraschend, vielleicht für Kudas. Und 17 Minuten waren gespielt. Wieder das gleiche Bild, die Aufbauarbeit der Frankfurter Mannschaft aus dem Mittelfeld heraus. Nachtweih, Neuberger, die Stationen. Diese Bilder kehrten immer wieder in der ersten Hälfte. Bernd Nickel, zweikampfstark, aber von Beginn an die Griechen. Technisch gut, das wusste man. Athletisch aber eben in diesen Zweikämpfen. Dann aber die ersten Konter. Und die offenbarten auch Eintracht-Schwächen in der Abwehr. Das war Kos. Er vergab nach einer knappen halben Stunde den Ausgleich der Griechen. Karl-Heinz Körbel, ein souveräner Mann der Abwehr, heute besonders stark. Chabon, etwas stärker als in den vergangenen 2 Monaten. Das Tor gegen den HSV am letzten Samstag gab ihm sicherlich moralischen Auftrieb. Die Eintracht nicht bemüht, da sehen wir hier ein sehr hohes Tempo zu gehen. Wartet, dass Saloniki sich löst aus der Defensive. Und die Griechen tun der Eintracht diesen Gefallen nicht. Nickel. Aber hier eine gute Chance vertan von Löw. Für ihn kam später im Verlauf der zweiten Hälfte der junge Holger Antes. Bernd Nickel, der Spielmacher im Mittelfeld, aber aus der Abwehr heraus kamen die meisten guten Ideen von diesem Mann eben, den Sie im Bild gesehen haben, von Petzai und auch von Karl-Heinz Körbel.
Fehlpass von ihm, aber hier, sein einziger vielleicht in dieser ersten Hälfte, das ist Kostikos. Und die Griechen, die wurden stärker und dadurch auch frecher. Wagten jetzt mehr Zweikämpfe, gewannen viele, das muss man sagen. Hier ein Paradestück, eine herrliche Leistung, viel beklatscht von den Besuchern. Kudas, 35 Jahre alt, 40 Länderspiele hatte gemacht. Der Pausenstand 1:0 für die Eintracht durch das Kopfballtor von Petzai. Zweite Hälfte, Freistoß von Bernd Nickel, noch nicht in Bestform nach der Verletzung. Und Sie sehen, es reihen sich Paraden an Paraden von Pantelis, dem Schlussmann von PAOK Saloniki. Pahl im Eintracht-Tor, wenig beschäftigt, machte die wenigen Dinge aber sehr, sehr gut, souverän, vor allem bei flachen Bällen. Wir sehen später von ihm noch etwas mehr. Nickel wieder mit dem Versuch, jetzt das Spiel schneller zu gestalten durch weite Pässe. Die Eintracht möchte den Ball laufen lassen, das gelingt nicht. Zu viele Unebenheiten. Borchers, wenige Versuche aus der zweiten Reihe zum Erfolg zu kommen. Wenn, wie eben hier geschossen wurde, dann stand Pantelis immer richtig. Trian Pafilidis. Hier ein Foul von Schiedat gegen Kudas, der kaum zu bremsen war. Der stärkste Spieler, der Mannschaftskapitän. Wie gesagt, der älteste Mann der Griechen mit 34 Jahren, aber der stärkste ohne Frage. Ansonsten ein faires Spiel, das der schottische unparteiische Robert Valentine stets gut im Griff hatte. Und hier rettet gerade noch Petzai. Sie sehen, auch die Griechen hatten durchaus Chancen, einen Treffer heute Abend im Waldstadion zu erzielen. Immer wieder angefeuert von ihren Landsleuten. Die Mannschaft von PAOK, strömender Regen inzwischen. Hier etwa gespielt 20 Minuten in der zweiten Hälfte. Die Eintracht tat sich schwer, wurde nervös. Damanakinis hier am Ball, der Mann mit der Nummer 4. Auch auf engem Raum gelang vieles. Und hier die beste Parade von Pahl, er hielt den glatten Ball sicher. Noch 15 Minuten zu spielen und nach wie vor nur 1:0 für die Eintracht und dieser Kopfstoß von Körbel, der sehr offensiv wurde jetzt. Ging nur, Sie haben es gesehen, an die Latte. Nicht zufrieden, das kann man hier sehen, trotz der weiten Entfernung. Links im Bild Lothar Buchmann, der Trainer von Eintracht Frankfurt. Die Eintracht stärker in der Schlussphase, aber überzeugen konnte sie dennoch nicht. Nachtweißschuss, ebenfalls gemeistert. Eine von vielen, vielen Szenen von Pantelis im Tor von PAOK Saloniki. Eckstoß des jungen Antes. Petzai und Achtung! Der einzige Fehler in diesem ganzen Spiel von Pantelis und Körbel nutzt ihn, bringt seine Mannschaft endlich auf 2:0 in Front. Das Tor sehen wir noch einmal. Petzai hier. Hier greift jetzt Pantelis daneben. Körbel offensiv, auch in der Schlussphase. Dennoch nahm er seine defensiven Aufgaben durchaus wahr. Ist der Schütze zum 2:0. Aber dennoch, die große Zufriedenheit kehrte an diesem Abend einfach nicht ein. Bei der Eintracht,
Der Spielfluss war oft unterbrochen, der Spielrhythmus gestört. Viele Zweikämpfe wurden nach wie vor verloren. Und läuferisch, das überraschte vor allem die Mannschaft aus Griechenland, ausgesprochen stark. 6 Nationalspieler dabei, die meisten um 30 herum. Umso mehr überraschte das hohe Tempo, das diese Mannschaft in der zweiten Hälfte noch gehen konnte. Hier wieder Kudas, er war fast überall zu finden. Einfädler im Mittelfeld, Spezialist von angeschnittenen Freistößen. Und die Eintracht nach wie vor im Griff. Man muss es schon wieder einmal sagen, die Griechen hatten in der zweiten Hälfte ebenfalls Chancen, Tore zu machen. Ihre einzige Schwäche war vielleicht der mangelnde Abschluss. Körbel wieder. Die Parkmannschaft blieb selbstbewusst, gut eingestellt von ihrem deutschen Trainer Heinz Höher. Wir sahen eine gute Mischung von Mann- und Raumdeckung. Und mit ihr hatte die Eintracht an diesem Abend heute ganz offensichtlich Schwierigkeiten. Und noch einmal eine Möglichkeit, der Frankfurter Eintracht. Körbel vergab die letzte Chance. Fazit, wir wollen es wieder mit einem Zitat beenden. Lothar Buchmann sagte, wir jubeln nicht, aber ohne Gegentor zu gewinnen, muss als Pluspunkt vermerkt werden. Ein Kompliment an Paok Saloniki. Die Mannschaft hielt über weite Strecken des Spiels gut mit, zeigte viel mehr, als man erwartet hatte. Aber so oder so, die Eintracht erwartet beim Rückspiel in 2 Wochen in Saloniki ganz gewiss ein heißer Tanz. Zurück ins Studio.